Hallo Leute, ja, wir sind hier in Dwarf Fortress, hatten letztes Mal eine Karawane, die wieder gekommen ist. Hier hatten wir mit den Hunden noch geguckt. Da ist wohl ein Puppy neu, der da hinter dem Weibchen wahrscheinlich hinterher ist. Und ja, wir müssen mal schauen, wie wir da weiterkommen, ne? Ich müsste die Steuerungstaste drücken, um ein bisschen rauszuscrollen. Schauen wir gerade mal. Oh, hier sind aber reichlich Küken mittlerweile, ne? Da müssen wir mal drüber nachdenken, was wir da alles mitmachen müssen, weil das sind ein bisschen viele. Okay. Nach dem Logo gehen wir auf den Großbildschirm. So, was wir auf jeden Fall mal machen, wäre ein bisschen Holz noch abbauen. Vielleicht fehlt uns da was auf Dauer. Das haben wir schon mal. Jetzt müssen wir hier mal rein. Nicht da. Da wollte ich so rein. Move goods from to, ne? Da müssen wir mal schauen. Die Amulets sollten alle dahin. Die auch. Weil die wollen wir dann doch ja verkaufen, oder? Armor nicht. Bags auch nicht. Barrels, Beds können wir noch mal reingucken. Sind auf jeden Fall einige Betten hier, wo ich jetzt gerade keine Ahnung habe. Das und das können wir auf jeden Fall verkaufen wegen schlechter Qualität. Okay, das ist jetzt. Vielleicht machen wir diese mit einem Strich auch noch raus. Ich glaube, das ist auch nicht so besonders. Die mit dreien ist ja schon besser. Und Sternchen oder Plus ist bestimmt noch besser. Vielleicht kriegen wir da ein paar los und können damit Geld verdienen. So, das sind Bats. Sind das alles das gleiche hier? Alles Muschelschellen? Alles Häuschen? Chest? Nee. Bracelets, da können wir auch noch alles weggeben. Wenn da einer was möchte, dann ist das schon mal gut. Die auch. Buckets brauchen wir. Cages. Chains, Ketten oder Seile, nee. Doors, nee. Axe, nee. Footwear, nee. Da wollen wir eher mehr von haben. Raw Fish. Eigentlich können wir den Raw Fish komplett weggeben. Wenn die das haben wollen, dann sollen die das kriegen. Nee. Ja, Stones, nee, werden die auch nicht mit. Oder ja, komm, weißt du was? Falls was loswerden würden, dann können sie ja noch was haben. Tische. Oder haben wir einige, ne? Das sieht ja aus, dass die Slate Tables komplett weg können, bis auf den vielleicht, weil er einen Plus hat. Den nicht. Den nicht, der hat sogar ein Sternchen. Ist hier unten noch was? Kann komplett weg, kann auch weg. Das sind Steintische sogar, ne? Okay. Ebox Leather Tools. Das sind schöne Wheelbarrows. Da oben auch. Den machen wir mal weg. Aber da haben wir die meisten schon verkauft, die mit Minus sind oder sowas. Oder gar nicht gut sind. Und Waffen haben wir nur die Battle Axe, aber die wollen wir behalten. Ah, ich habe wieder am Rad gedreht. Das ist wieder. Geh mal hier hin. Wieso bin ich jetzt da hin und her gesprungen? Nochmal so. Ich habe aus Versehen eine falsche Taste oder sowas erwischt, weiß ich nicht. So, das sollte alles da reinkommen. Broker requested Depot Humber. Das heißt, irgendwann wollen die handeln. Müssen natürlich laufen lassen dafür. Und hier müssen wir mal gucken. Da sind ja kleine noch, ne? Wenn die größer sind, müssen wir uns da mal darum kümmern, dass wir da vielleicht da was raus machen können. Was haben wir hier? Martians have arrived and unloading their goods. Genau. So, wie sieht es hier aus mit den Feldern? Da ist nichts drin, das ist schlecht. Wir brauchen unbedingt mehr Samen.
Wir sind alles keiner Leaf Fellow. Ich habe auch nichts gesagt, was da hin soll, ne? Plump Helmets. Achso, da müssen wir auch noch die vier Seasons machen, ne? Plump Helmets. Dann machen wir auch nochmal Plump Helmets. Hier. Dimple Cups. Dann machen wir auch nochmal. Ach, da haben wir keine Samen. Naja, vielleicht kommen die ja mal. Dann machen wir mal Cape Feed noch rein. Und hier sind schon welche, ne? Ach so, wir. Ha, weißt du was? Hier gibt es ja noch so Spring und so. Plump Helmets. Cape Feed. Und wenn nicht geht, dann Plump Helmets, ne? So, hier haben wir Dimple Cup. Haben wir aber keine Seeds, aber ist nicht schlimm. Vielleicht kommen die ja mal. Und da ist auch nochmal Dimple Cup. So, hier haben wir noch nichts, glaube ich, ne? Genau, was war? Dimple Cup. So, das Feld haben wir. Dieses haben wir nochmal Plump Helmets. Ne, Cape Feed wollen wir jetzt nicht. Plump Helmets wollten wir da. Und da auch nochmal Plump Helmets. Hier haben wir jetzt. Da steht Plump Helmets, aber ja, okay, lass die mal da. Ich weiß nicht, wofür es gut ist. Wir machen es aber mal, dass wir da was von kriegen. Sweetpots, falls die mal kommen. Cape Feed hatten wir. Pigtails hatten wir, glaube ich, auch. Mach einmal mehr. Passt. Dann haben wir, glaube ich, dieses noch offen, ne? Das. Und hier nur Plump Helmets. So, Felder sind bestellt, glaube ich. Wir sind in der Pause, weil jetzt die Dingensfelder nicht so weit sind, ne? Job Item, okay. Aber die sind noch da, ne? Trade geht aber noch nicht. Hier haben wir natürlich noch irgendwelche Hosen liegen, ne? Oder? Rote Buffalo Leather Trousers. Da ist ein Wheelbarrow drin. Ich wollte mich schon längst darum gekümmert haben, das Tier da rauszukriegen, ne? Auch noch nicht geklappt. Und dann Trade. Gut. Nehme ich sowas mit? Ist irgendwann das Übergewicht da? Aha. Sorrow in a Cage. Okay, die haben ganz viele Käfige. Wasserskin Barrels. Nehmen wir mal. Ah, weißt du was? Hier, zack. Nehmen wir mal alles erstmal. Copper Battle Axe. Bronze Battle Axe. Nehmen wir mal beides. Warhammer Picks. Nehmen wir mal eine. Mail Shirts. Weiß ich jetzt gar nicht, ob wir welche haben oder nicht. Wir klicken sie mal an und gucken, was wir nachher noch rausmachen können wieder. High Boots. Sind vier. Shields bin ich jetzt nicht. Helme. Mittens. Den nehmen wir auch. Spawns. Meat, Plants, Plump Helmets. Nehmen wir komplett. Dann noch Cheese, ja komm, den nehmen wir auch noch. Und das Fleisch, wenn auch noch. So, jetzt haben wir das schon mal. Er hat jetzt noch Allowed White. Traders Lost hat er auch. Jetzt müssen wir gucken, dass wir ihm ganz tolle Sachen verkaufen. Zum Beispiel die Bracelets. Und die Amulets.
Also mit den Tischen und so. Die Betten hat er alle genommen, ne? Und die Tische, dann hat er schon Übergewicht. Wahrscheinlich, weil wir hier die Tische aus Stein haben. Das ist alles viel zu schwer. Müssen wir die auch noch mal rausnehmen. Also was, die bringen alle nichts. Das sind ja minimale Werte nur. Und machen Übergewicht. Trader Loss 8000. Gut. Die Steine werden zu schwer sein. Tische ist zu schwer. Amulets haben wir alle drin. Genauso wie die Bracelets. Body Parts. Okay, alle weg. Hat aber nichts gebracht, aber wir sind sie los. Raw Fish. Wheelbarrows. Dann haben wir schon Übergewicht. Ich glaube, da müssen wir einen wieder rausnehmen, müssen wir beide wieder rausnehmen. Okay. Aber das Problem, was sein wird, ist, wenn wir jetzt noch was rausnehmen. Den Fisch. Wir müssen gucken, welche schweren Dinge. Die Betten sind es dann, die wir rausnehmen müssen. Weil der muss ja nachher noch was tragen können wieder, ne? Wenn wir was abwählen jetzt. Almond. So, jetzt hat er noch ein bisschen Gewicht, weil wenn wir jetzt wieder was zurückmachen, was sehr teuer ist, weil da steht ja ganz klar, dass er zu wenig Gewinn macht. Das würde ich jetzt gerne behalten wollen. Die nehmen wir mal raus. Dieses nehmen wir auch mal raus. Ah, hier haben wir schon ganz teure Boots. Jetzt kommen wir schon mal besser klar. Hier nochmal 2000 für den Helm. Ja, da müssen wir noch definitiv was wegmachen. Die Mitten machen wir auch raus. Ja, wir kommen schon der Sache näher. Was haben wir denn noch für teure Sachen dabei? Ja, der Käse ist auch noch teuer. Noch 478 zu teuer. Haben wir noch irgendwo was? Ja, kommt das auch weg dann? Das weg? 279. Müssen wir wohl ein bisschen rumliegen lassen, ne? Ah, shit. Jetzt ist schon zu schwer, da müssen wir noch ein Bett zurücknehmen. Oder auch mehrere vielleicht. Bringt du die auch gerade vom Geld her nichts, sehe ich. Und sein Profit ist jetzt nicht der beste, ne? Machen wir das noch weg und das noch weg und dann fragen wir mal an, oder? Ah, wonderful. Thank you for your business. Gut, dann hat das geklappt. Slate Amulet ist da jetzt noch dran, ne? Okay, das hatten wir wohl nicht. Na, ist egal. Ach so, nee, da sind ja noch mehr Sachen. Ah, dann lass es mal da drin, das passt schon, ne? Fürs nächste Mal, oder? Gut, das heißt, mit denen haben wir gehandelt. Das ist prima. Was haben wir denn hier? Schafe? Eve, okay. Das Pferd. Also die machen... Ja doch, das hier ist schon Schlamm, ne? Das heißt, das Gehege ist definitiv schon zu klein, ne? Ja, da müsste man jetzt mal gucken, dass man hier beim Schlachten was macht, ne? Butcher an Animal. Catch live land animal. Exact,
Extract. Aber welches Animal nimmt der dann? Das weiß ich jetzt nicht. Deswegen lassen wir das mal. Das müssen wir dann noch einstellen. Okay, lass das erstmal. Und was wir ja noch machen wollten, ist, dass wir Betten für die kriegen, ne? Mittlerer Gang, unterer Gang. Wir würden vielleicht mal hier noch was ausheben wollen. Weiter nach da geht's, glaube ich, ne? Ja, genau. Das heißt, mach das mal. Und dann machen wir mal hier. Der obere war das, ne? Ja. Und hier mal ein Treppenhaus hin. Und dann machen wir das mal so. Und dann schauen wir uns das mal an, wie das wird, oder? Sind die noch am Laufen? Nee, ne? Nee, jetzt sind die wieder am Laufen. So, dann können die was ausbuddeln. Was ist das für ein Berg? Und da ist jetzt noch was drin, oder nicht? Wohl nicht, oder? Ist nur ein Bag. Aber hier ist ein Plant Barrel. Sweet Pot. Okay. Vielleicht wird das noch was werden. Was haben wir hier? Pigtails? Sind das Pigtails? Ah, wird schon sein. Gut. Passt erstmal. Baut hier hinten schon einer? Nein. Schade. Müssen wir mal gucken, wie wir da vorankommen. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocken an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Kurz hier noch geguckt. Has grown attached to a copper battle axe. Der Carpenter, okay. The fortress attracts no migrants this season, okay. So mehr sonst haben wir, glaube ich, erledigt. Passt schon. Ciao.